Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei eurem Tastenhauer zurück in Harz auf allen Vier mit Japan. Ja, und wir machen direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Man merkt, die Amerikaner brechen jetzt dann doch zusammen. Die Landung hier in Los Angeles steht aus, da sollte aber bis auf einzelne Schlachtschiffe gar kein Widerstand mehr sein. Und wir rücken hier oben völlig unbedrängt aus Chicago aus vor. Wir konnten uns hier Minneapolis schon nehmen. Es ist nur noch eine Division hier oben, ganz einsam. Hier bei Detroit steht eine einsame Panzerdivision. Und ansonsten haben sie alles hier entlang der Ostküstengrenze aufgestellt. Sehr, sehr bestimmt. Und auch hier im Süden zur mexikanischen Grenze. Ja, deswegen wird die Landung hier umso überraschender, glaube ich, sein in Los Angeles für sie. Und wird zu unlösbaren Problemen führen. So zumindest die Theorie. Hier oben nehmen wir jetzt noch Vancouver ein, dann dürfte Kanada endgültig kapitulieren und dann ist direkt Seattle dran, auch eine wichtige Stadt hier im Nordwesten. Und dann sind wir unserem Ziel schon ein ganzes Stück näher. Währenddessen hatte ich Südafrika ganz vergessen. Da rücken wir jetzt weiter vor. Wir versuchen hier Lorenzo Mark bei Mosambik einzunehmen. Ich habe übrigens schon gesehen, wir haben hier zwar auch Versorgungsprobleme, aber der Gegner hier im Gebirge, in diesen Gebieten, ist auch schon nicht mehr versorgt. Also da ist das Schicksal eigentlich schon vorherbestimmt. Von daher sollte das wohl, denke ich mir, ganz gut klappen. Gut, aber schauen wir uns zunächst einmal an, was wir mit den Einheiten hier bei Chicago machen. Ich würde sagen, wir rücken weiter vor. Und ich würde sagen, wir sind auch so frech und rücken hier bis nach Detroit mit den beiden vor. Nehmen eine Einheit hier oben hin, noch eine Einheit hier nach da oben hin. Und diese Einheit schicken wir dann hierhin, glaube ich. Genau. Und sichern da so ein bisschen in die Richtung schon mal ab. Columbus, Cleveland, Pittsburgh. Das sind ja auch noch ganz wichtige Städte hier, die wir uns holen sollten. Irgendwann, wenn es denn mal möglich ist. Wir rücken hier noch vor. Und danach gucke ich mal, ob wir diese Einheit noch auf die Flucht schicken können. Das wäre ganz gut, weil dann können wir hier schon mal den Kessel wieder zumachen. Das sind ja auch hier 8 Divisionen, das ist also gut eine kleine Armee, die wir dann hier schon wieder festsetzen. Und ja, das sind Verluste, die die USA dann so schnell nicht mehr ausgleichen können. Also sollten wir da jeden Vorteil mitnehmen, den wir bekommen können. Hier ist auch noch nichts in Sicht, also wir könnten uns sogar überlegen, ob wir vielleicht hier Richtung Bismarck weiterlaufen, wobei das ist jetzt nicht so das wichtigste Ziel, sage ich jetzt mal. Ja, ich denke mal, den Flughafen, den lassen wir. Der ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. Hier sind auch sonst keine großen wichtigen Städte. Rapid City, Bismarck, North Dakota, Omaha, Nebraska, Des Moines. Oder Des Moines, oder wie man das Englisch ausspricht. In Iowa ist noch recht okay, aber also ob ich jetzt um Gedeih und Verderb da weiter vorrücken muss mit 3 Einheiten, sehe ich nicht. Aber was wir machen können, wir können versuchen, die hier abzufangen. Das werden wir mal probieren. Vielleicht kriegen wir hier irgendwie eine kleine Einkesselung hin. Das würde ich zumindest dann an der Stelle mal probieren. Jetzt gab es hier schon wieder eine Landung bei Biloxi, hier nördlich von New Orleans, von den Deutschen. Ach, sie versuchen jetzt hier eine Gegenlandung. Mit 2% Stärke und kaum Organisation. Na, viel Glück. Das wird wohl nix. Aber nice try, würde ich mal so sagen. Netter Versuch. Die wollten ihre Einheit irgendwie umparken. Das hat aber irgendwie nur so mäßig funktioniert. So, wir sind hier oben angegriffen worden. Ja, ich denke, wir gehen jetzt mal hier die Unterstützung, greifen da an, dass wir hier schon mal stehen. Dann wird der Sack nämlich allmählich geschlossen, hoffe ich. Mal sehen, hier steht jetzt noch eine Einheit, auch die könnte man, die könnte man eigentlich auch vorher schon besiegen. Dass man die schon mal hier nach Hause schickt. Warum nicht, wenn wir es können. Geht ja schnell. Und dann machen wir das so und so und haben 2 Einheiten auf der Flanke jeweils nach hinten geschickt. Ah, der Panzer bewegt sich. Okay, dann lasst uns mal jetzt Richtung Detroit marschieren hier. Darauf habe ich ja eigentlich nur gewartet. Und Buffalo ist frei. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt werden sie wahrscheinlich ihre Panzer versuchen rauszuziehen. Ja, ja, genau. Die versuchen jetzt so schnell es geht irgendwie rauszukommen.
Und ich werde versuchen, so schnell es geht, irgendwie das zu verhindern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es noch schaffen. Schade, wäre ärgerlich, wenn sie das noch hinkriegen. Na gut, so. Die Panzer sind immer noch nicht da. Die haben schon wieder mit Nachschub- und Infrastrukturproblemen und Treibstoffknappheit zu kämpfen. Ja, das ist jetzt das Problem. Hier ist irgendwie kein guter Nachschub, weil die Deutschen haben hier alles stehen, ohne den wichtigen Hafen von Virginia hier zu holen. Das ist ja wirklich der größte Schwachsinn der Geschichte hier. Na gut, dann müssen wir da noch warten. Ja, wird schwer, der Panzer kommt raus. Schade, die strategische Verlegung gelingt wieder. Leider. Da kriegen wir nur ein bisschen Infanterie. Aber wir werden natürlich dann auch mal sehen, dass wir hier schon mal reinmarschieren. Wie gesagt, den Druck aufrechtzuerhalten. Ach, guck mal, und da will der Panzer abhauen. Die Rainbow Division. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, den werden wir doch wohl mal nach Hause schicken, oder? Der entkommt uns nicht. Das machen wir hier nicht mit. So, die Einheit hier kann schon mal weggeschickt werden. Und wir ziehen hier oben hin und halten so lange hier unten Minnesota. Das ist gut. Wir sind schon fast in Vancouver. Und ja, es gab jetzt hier doch ein paar Verluste. Uiuiuiui, was? Oh nein, die haben hier mit 800 Marinebombern fast alles versenkt. Oh, Scheibenkleister. Ja, noch Fragen, wie es mit Einfluss von Marinebombern aussieht? Ich nicht mehr. Gut. Das heißt, wie gewonnen, so zerronnen. Und jetzt können wir natürlich nichts nachliefern. Das könnte ein schnelles Ende der Marinelandungstruppen werden. Das wäre sehr teuer. Tja. Ich schicke jetzt die Panzer hier rum. Ich werde jetzt hier ein bisschen umstellen, was ich noch umstellen kann. Wo seid ihr? Ihr seid da oben. Euch suche ich nicht. Nein, euch auch nicht. Euch auch nicht. Wo sind denn jetzt hier die... Da. Nee, auch nicht. Das sind nur die, die marschieren. Irgendwo hatte ich doch noch eine Infanteriedivision, die hier anlanden sollte. Wo steht die jetzt schon irgendwo hier? Nee. Ist die noch irgendwo auf dem Weg? Hier. Ja, die ist noch auf dem langen Weg dahin. Ja, mehr können wir nicht machen. Also, ob wir das halten, das Los Angeles mit so einer Rumpftruppe, bin ich mir nicht sicher. Noch sind sie auch nicht gelandet. Schade. Da haben sie uns richtig kalt erwischt. Aber da sieht man mal, wie extrem die Luftüberlegenheit ist und wie krass so eine Marinebomberüberlegenheit sich auswirkt. Da haben unsere irgendwie so nichts beigetragen. Obwohl sie auf Trägermission sind, das finde ich ja auch irgendwie kurios. Naja. Jo, eingenommen haben wir es. 10 sind auch noch übrig, aber mit einer Stärke von 3% auch irgendwie ein bisschen lahm. Philipp. So, also bitte alle mal zurück nach Los Angeles, damit wir wenigstens hier die noch verbliebenen Kräfte irgendwie bündeln können. Und jetzt können wir natürlich auch hier direkt mal, kann ich die Panzer nicht hier hinbringen. Das ist natürlich schade. Wo seid ihr? Ihr seid da. Aber euch kann ich da auch nicht hinbringen. Irgendwie geht das nicht. Später vielleicht irgendwann. So, dafür haben wir jetzt Fabriken. Die waren natürlich jetzt echt teuer erkauft. Das war wirklich teuer. Ja, machen wir hier genauso weiter wie bisher. Schiffswerften sind noch zwei übrig. Ja, ich würde sagen, hier Kreuzer-U-Boote können wir noch nehmen. Gut. So, dann haben wir hier wieder ein U-Boot fertig, so ein Angriffs-U-Boot. Und die sind noch im Training. Das ist soweit dann okay. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen enttäuschend gewesen, aber naja. Schade auch, dass hier Panzer offenbar sogar schaffen, vor uns in Buffalo zu landen, ehrlich. Och Leute, das kann nicht sein. Naja, immerhin, obwohl wir da gleich irgendwie direkt aufgehalten werden,
konnten wir Los Angeles einnehmen. Nach der Etablierung eines Brückenkopfs auf dem amerikanischen Festland sind japanische Truppen auf Los Angeles vorgerückt und haben die Verteidiger der Stadt in die Flucht gejagt. Heute Nachmittag ist ein langer Festzug kaiserlicher Truppen die Central Avenue hinuntermarschiert, wobei sie von Kameramännern der japanischen Wochenschau gefilmt wurden. Vor dem Rückzug der amerikanischen Streitkräfte wurde aus mehreren Stadtvierteln schwere Kämpfe gemeldet. In Hollywood, das besonders stark beschädigt wurde, ließen sich viele japanische Offiziere vor dem durchlöcherten und zerbröckelnden Hollywood-Sign fotografieren für den Kaiser. Naja, ja, die kriegen wir doch jetzt nicht platt, oder? Guckt euch das mal an. Doch, wir haben es sogar noch geschafft. Ja, wäre schon wichtig, dass wir das schaffen hier, auch dass wir die beiden dahin schicken. Ist jetzt eine enge Kiste, aber wir müssen das, glaube ich, probieren. Euch lassen wir dann mal hier stehen. Ihr kommt dann noch mit rüber. Rüber, rüber, rauf, runter, wie auch immer. Ah, wir gehen mal weiter. Okay. Was ist das spannend hier? So, hier wird jetzt der Panzer angegriffen. Ja, wie gesagt, das hat wenig Aussicht auf Erfolg. Aber ihr könntet probieren, das erstmal zu unterstützen. Detroit wird jetzt ja eingenommen. Eine Einheit kann meiner Meinung nach auch schon direkt hier hinmarschieren und auch versuchen, in die Richtung zu kommen. Oh, jetzt wird aber einiges hier aufgestellt. Ne, dann schicke ich die Einheit zurück nach Chicago. Da müssen wir jetzt sogar aufpassen, dass wir nicht eingekesselt werden. Ja, der Feind, der reagiert jetzt dann doch rapide. Hier stellt er noch eine Einheit auf. Das ist aber in Ordnung. Dann schicke ich die jetzt aber hier hin und die hier drüben hin. Jetzt müssen wir uns ein bisschen fangen hier, dass wir hier nicht noch mehr Probleme kriegen. Der Feind ist erst bei 62% Kapitulationsfortschritt. Das ist natürlich wirklich erheblich zu wenig. Auch dass wir San Francisco nicht so ohne weiteres kriegen, ist ärgerlich. Lässt sich aber nicht ändern. Wir sind jetzt super geschwächt. Also ob wir das halten können, wenn jetzt die Amerikaner verlegen, das ist fragwürdig. Jetzt sind wir noch mehr als sonst auf unsere Verbündeten angewiesen tatsächlich. So, und dann schicken wir die hier hin. Na, habe ich die hier? Euch schicke ich dann dahin, dass wir hier schon mal direkt diesen Panzer abschneiden und auch diese Flugzeuge hier in Michigan schnell ignorieren können. Während hier noch weiter, weiter und weiter gekämpft wird. Junge, Junge! Was eine krasse Geschichte hier. Wow. Das ist ja nochmal ein Kampf hier zum Schluss. Hätte ich so auch nicht erwartet, dass es doch noch solche Schwierigkeiten bei Landung gibt. Gut, das war jetzt natürlich extrem mutig. Mit diesen ganzen Marinebombern vor der Brust. Aber trotzdem finde ich nicht verkehrt. Mein Gott, jetzt kommen wir hier angelaufen. Guckt euch das mal an. Panzer, Infanterie, tausendfach. Aber Panzer sind auf dem Rückzug. Das ist gut. Da die Einheiten jetzt schon kommen und die hier hingehen, das ist jetzt die Frage. Hierhin. Auf jeden Fall. Ihr bleibt mal hier bitte stehen und ihr beiden. Stellt euch bitte hier auf und ihr dann hier. Und dann müsste sich das in etwa ausgehen, glaube ich. So, Linieninsel wollen sie einnehmen. Ja, ja, das kennen wir schon. Sollen sie es probieren? Sie versuchen es sogar hier wieder. Das ist natürlich echt lächerlich. Also, wenn ihr da eure Energie dran verschwenden wollt, seid mein Gast. Das ist mir sowas von egal jetzt. Im Vergleich dazu, dass wir hier mal eben kurz Los Angeles eingenommen haben. Zwar unter immensen Verlusten, aber überlegt mal, das ist ja völlig abartig hier. Tja.
Ja, jetzt können wir aber auf jeden Fall, denke ich mal, die Häfen hier freiräumen. Hier ist keine Bedrohung mehr. Dann nehmen wir das noch mit ein. Die schicke ich jetzt noch hier an die Nachbarschaft zu Pittsburgh rein. Ja. So. Au, und die wurden aufgehalten. Das ist ungünstig. Die blöden Panzer sind wieder undurchdringbar hier. Schade, die halten den Korridor jetzt aufrecht. Das ist blöd. Da müssen wir vielleicht hier drauf gehen. Haben natürlich hier nur 3 Einheiten nachher gekesselt. Das ist echt schwach, Leute. Das war echt eine Enttäuschung hier. Mann, da hätte ich mir mehr erhofft als 3 billige Divisionen hier. Da waren wir hier oben ja schon erfolgreicher. Schade. Ein bisschen enttäuschend, diese Folge. So, unsere Panzer kriegen auch gegen die gar nichts gebacken. Weil sie halt nicht versorgt sind und Treibstoffknappheit haben. Das ist natürlich extrem schwach. Wobei das eigentlich nur eine Division ist, Leute. Das müsst ihr da wohl schaffen. Es ist ja lächerlich, dass ihr das nicht hinbekommen sollt. Sollte es wirklich so kommen? Ja, tatsächlich. Sie versagen. Oh mein Gott, ist das peinlich. Das darf der Kaiser nicht erfahren. Was für eine Luschenangelegenheit, hier den Gegner nicht aus dem letzten Hafen rauszukriegen. Und die KI bewegt sich auch wieder null. Naja, naja, naja. So, liebe Leute. Pack ist auch nach wie vor ein Thema. Gehen wir mal auf 15 hoch. Und hier... gehe ich... auf die Düsenflieger. Die sind jetzt hier unsere große, große Hoffnung. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Habe ich hier schon wieder lange nicht mehr geguckt. Passiert einfach viel zu viel. Wir sind immer noch unterversorgt. Das wird ein Problem. Aber wir probieren es. Wir greifen hier an, wir unterstützen da und wir unterstützen hier. Und dann hoffe ich mal, dass wir das hier zu dritt hinbekommen. Na, das ist keine starke Angriffsgeschichte hier. Gegen 2, die sich hier gut halten können. Noch ein Agent wurde gefangen genommen. Aber die Mission läuft ja schon. Wie wir wissen, werden die dann beide befreit. Also ist das hier halb so wild. So, nochmal. Ich würde sagen, wir gehen hier all in auf die Düsenjäger. Die immer noch bei nur 62 Flugzeugen sind, aber jetzt immerhin ordentlich Erfahrung haben hier. Ja, wir sehen, hier sind gar keine feindlichen... Jäger mehr. Die sind jetzt alle hier. Das heißt, unsere Jäger können wir meiner Meinung nach auch allesamt, wenn es nicht gerade ums Abfangen geht, wie bei ihnen hier, also die anderen, die hier, die können wir eigentlich alle hier drüben hinschicken. Wir werden das von hier hinten aus machen. Gehen hier auch in mehr Bodenpersonal. Und ich glaube, das können wir jetzt hier unterlassen mit dem Bodenpersonal. Gut. So, dann werden wir hier schon angegriffen. Das lassen wir dann mal schön brav. Das wird nämlich hier hart genug. So eine polnische Exildivision arbeitet hier gegen uns. Und irgendwo hier sind noch die Panzer übrig. Hier unten steht einer, aber der ist doch jetzt... Das ist ein anderer, ne? Uff, das wird jetzt aber knapp. Blockieren wir das mal hier. Wird jetzt hier ziemlich... hart werden. Ich denke, ich muss die hier auch im Süden einsetzen, damit die Front hier nicht sofort zusammenbricht. Ja, und hier stellen sie sich wieder auf. Die wollen Gebiete wieder zurückerobern. Das ist jetzt bedrohlich hier, weil wir jetzt hier so einen riesen Wulst haben, der langsam aber sicher umstellt wird vom Feind. Tja, gibt man Minneapolis wieder auf und schickt die dann halt irgendwo anders hin? Dass man das hier oben wieder hält, ne? Ich denke, das könnte man so argumentieren, dass wir hier einfach stehen bleiben. Das müsste sich so ausgehen. Der Gegner muss hier Truppen aufstellen. Hat jetzt hier Vancouver liegen lassen? Was ist das denn? Das habe ich ja total verkackt. Oh nein. Müssen wir hier noch so einen Kack-Umweg gehen? Oh, liebe Zeit, wie schrecklich. Wir hätten längst Kanada zur Kapitulation bringen können. Was für eine Folge von Fauxpas hier in dieser Folge. Aua, aua, aua.
Hier verlieren wir nochmal ein U-Boot. Auch wieder ein Kreuzer-U-Boot. Ja, das ist heftig hier. Diese Marinebomber sind echt eine Pest. Immerhin steht hier noch niemand zum Angriff bereit. Aber wie gesagt, das wird jetzt nicht mehr lange dauern. Wo sind unsere Einheiten? Offensichtlich noch nicht weit genug. Ne, wo ist jetzt zum Beispiel die Panzereinheit, die ich hier hatte? Hashtag unübersichtlich AF. Genau. Können die jetzt mal hier hin? Ja, jetzt können sie da hin. Dann kann es auch irgendwo eine Einheit... Oh, wo war die denn jetzt nochmal? Lärmbad. Nö. Das sind sie alle nicht, die hier, ne? Nee. War das nicht die 24. Ach, die hatte ich ja extra sortiert. Ach, ich bin auch ein Depp. Ja, da sind sie. Okay. Bitte hier hin. Dauert ja noch lange genug, aber mehr kann ich jetzt echt nicht tun, um das hier zu halten. War es das wert? Tja, irgendwie schon. Andererseits irgendwie auch nicht, denn der Feind hat halt immer noch viele Truppen. Es bleibt dabei. So ganz unspannend wird es hier nicht. So, ihr könnt jetzt mal mit ihm angreifen. Ihr dürft auch unterstützen, beziehungsweise einer darf hier durchmarschieren, na klar. So, dann können wir hier durch und dann können wir jetzt auch mal Angriff und unterstützen hier. Super. Kriegen wir auf jeden Fall die auch besiegt, wunderbar. Dann sind zumindest die drei hier weg. Also das ist... Ach, zwei. Na Gott, das ist ja echt wenig, was wir hier geschafft haben. Das ist echt traurig. Das ist wirklich peinlich und traurig. Immerhin, der muss jetzt zurückmarschieren. Das heißt also... Ja, aber einer darf wieder weg. Ich verstehe das manchmal nicht so richtig. Gut, aber wir haben Kanada jetzt doch noch kapituliert. Zur Kapitulation gebracht. Gibt einige Ausrüstung. Hirohito hat bekannt gegeben, dass die feige kanadische Nation dem Druck der überwältigenden Präsenz japanischer Truppen im ganzen Land ja, an zwei Stellen quasi nicht mehr standhalten kann oder konnte. Ja, die gehen ins Exil. Wer hätte das gedacht? Und wir latschen hier unter Verlusten nach Seattle weiter. Immerhin besitzen wir jetzt einen Großteil der Gebiete. Hier stehen Amerikaner, das ist aber halb so wild. Und der greift uns hier immer noch an, aber da ist er nicht erfolgreich, ja. Die Einheit alleine wird es nicht richten können. Was ich aber ganz gut fände, ist, wenn wir uns hier hinter den Fluss stellen würden. Nicht Schluss, sondern Fluss. Das machen wir mal so. Der bleibt stehen, er will sich jetzt erstmal hier die Lage angucken. Ja, und hier müssen wir jetzt halt mal gucken, dass wir irgendwie alles eingenommen kriegen und uns dann zügig hier zurückbegeben. Das wird aber noch lange, lange dauern. Immerhin, hier scheint keiner zu fahren. Also irgendwo rein zu marschieren. So, noch zwei. Vier pro Tag stellen wir schon her von diesen Fahrzeugen. Das ist gut. Hier leider nur 2,5. Also gehen wir hier weiter. Bald haben wir ja auch unsere Panzer fertig in 36 Tagen, ne? Aber bis dahin schauen wir mal. Kalifornien in japanischer Hand, naja. In einer nicht so glorreichen Invasion, die wir schnell vergessen wollen. Ja, die Panzer stehen jetzt hier dumm rum. Die können sich wieder verstärken und die Alliierten machen nichts. Und wir sind unterversorgt und können alles knicken hier. Tolle Wurst, liebe Alliierten. Tolle Wurst. Dann kann ich sie auch rausschicken, das ist dann auch egal. Dann werde ich sie hier zur Sicherung von Detroit einsetzen. In einem riesigen Weg, aber das muss dann eben so sein. 9. Mai haben wir es jetzt schon. Immerhin, hier ist noch kein Widerstand zu erkennen und wir haben immerhin eine bessere Panzerabwehr erforscht. Hochexplosive Hohladungsgeschosse können von der Panzerabwehrartillerie eingesetzt werden, um die begrenzte Mündungsgeschwindigkeit wettzumachen. Das gibt nochmal Durchschlagskraft plus 10% und harter Angriff plus 10% für alle Arten von Panzerabwehr im Infanteriebereich. Und wir gehen direkt weiter auf Panzerabwehr 4. Auch nochmal 88 Tage. So. Ja, und der Feind hat sich jetzt hier konsolidiert, ist aus dem Süden ein bisschen abgezogen. Dafür stehen sie jetzt halt hier, ne? Okay. Okay, so, da ist der Panzer hier nämlich auch in Gefahr, abgeschnitten zu werden, wenn das gut läuft. Naja, doch, ihr kriegt hier Verstärkung. Das wird nix.
Den kriegen wir nicht abgeschnitten, aber der einer müsste eigentlich hier oben lost sein. Aber ich sehe ihn immer noch nicht. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, wir kriegen tatsächlich jetzt hier nur 2 Einheiten weg. Das ist natürlich mega enttäuschend. Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist echt ein bisschen lame. Hatte ich mir mehr erhofft. Hatte ich schon gesagt. Naja. So, wir schicken dann hier mal welche rein und hier mal welche rein. Den schicke ich direkt woanders lang. Der soll schon mal verlegen. Hierhin. Naja, vielleicht kriegen wir hier doch noch einen kleinen Schnitt hin. Never say never und so. Aber hier müssen eigentlich nicht 2 stehen. Kann eigentlich auch schon der nächste hier rein. Nee, so nicht. Nee, das geht nicht, weil hier gekämpft wird. Deswegen, ja, dann lasst sie halt so marschieren. Auf, liebe Leute. Weiter geht's. Nicht anhalten. So, und hier ist halt echt der letzte Rest vom Fest hier. Eieiei, immerhin haben sie eine hohe Organisation. Aber vorrücken traue ich mich hier nicht. So, wir haben einen besseren strategischen Bomber. KI-49 Don Ryu. Jetzt wollten wir noch den letzten strategischen Bomber machen, der leider keinen Bonus mehr hat. Das ist schade. Wir haben nur 2-mal Bonus gehabt. Tja, oder möchte man eher Richtung Düsenbomber hier weitermachen? Ich meine, die sind schon gut hier, die strategischen Bomber. Ja, dauert halt echt sehr lange dann, ne? 152, aber egal, wir machen das jetzt. Und damit müssen wir auch die Produktion umstellen. Auf den moderneren. Wobei wir davon ja auch noch nicht viele haben. Also, Projekt Atombombe halte ich jetzt inzwischen für sehr unwahrscheinlich. Aber nun denn. So, immerhin der Panzer ist bald da. Das ist schon mal ganz gut hier zur Verteidigung von LA. Hier unten, der kommt nicht weg. Vielleicht kann der Panzer sogar einen Schnitt machen. Aber ganz alleine, nee, das traue ich mich nicht. Damit können wir eigentlich nur erneut auf die Klappe fallen. Ja, das war's erstmal für diese Folge. Erfolge und Misserfolge, aber überwiegend Erfolge, würde ich sagen. Also klar, die Vereinigten Staaten werden schwächer und schwächer, aber ihre Militärmacht ist nach wie vor bedrohlich. Dafür konnten wir immerhin Kanada jetzt komplett einnehmen. Damit sind jetzt eigentlich nur noch signifikante Gegner die Vereinigten Staaten selbst und Kolumbien. Der Rest ist hier, na gut, Ecuador, Kuba ist noch da, aber das ist nicht mehr signifikant. Haiti ist noch da und Uruguay und Paraguay. Ja, das sind so die letzten Reste, ne? Davor graut es mir aber überhaupt nicht. Das ist jetzt hier schon das Finale, würde ich sagen. Die sind jetzt bei 68% vor der Kapitulation. Da werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal weitermachen. Also, macht's gut, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge, euer Tastenhauer sagt. Ciao, ciao.